Heute erzähle ich euch etwas, was mir oft sehr geholfen hat. In Momenten, wo ich gedacht habe, dass ich sehr weit entfernt bin von Jesus, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass er nicht bei mir ist oder dass er einfach, boah, er ist im Himmel und ist jetzt nicht hier mit mir in meinem Zimmer und redet mit mir oder so. Also, ich habe herausgefahren, dass, ich habe erfahren, dass Jesus nicht ein Gefühl ist, beziehungsweise Gott ist nicht ein Gefühl, was die ganze Zeit da ist. Manchmal kommt der Heilige Geist mit so kleinen Geschenkchen von so kleinen Momenten, wo du denkst, wow, boah, Jesus ist wirklich hier in diesem Raum. Oder nachdem du Lobpreis gemacht hast, da spürst du wirklich, boah, Jesus ist hier. Aber wenn du jetzt gerade einfach nur mit ihm reden willst oder einfach dein persönliches Gebet machst, dann musste ich das gleiche Gefühl nicht da sein. Gott kommt nicht mit einem Gefühl. Er ist da, ob du ihn spürst oder nicht. Manchmal ist er da, ohne dass du es merkst. Manchmal ist er da und wir merken es total. Aber wir müssen nicht die ganze Zeit dieses, wow, Jesus ist hier. Das ist echt toll, wenn wir das haben, aber es kann sein, dass wir es nicht fühlen, aber dass er trotzdem da ist. Also, es hat mir immer sehr oft geholfen, um zu wissen, boah, was habe ich falsch gemacht? Wieso spüre ich ihn nicht, wie ich ihn gestern gespürt habe? Wo ich mich dann erinnert habe, er ist nicht immer ein Gefühl. Er ist hier, aber ich muss ihn nicht so spüren, wie ich ihn gestern gespürt habe. Ich könnte ihn gerade anders spüren. Genau, das wollte ich euch mit erzählen, damit ihr vielleicht, falls irgendwie ihr Probleme habt oder ihr wohl denkt, Gott ist nicht da, ich bin so schlimm, ich habe so was Schlimmes gestern gemacht oder so. Er ist immer, 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 immer da und er verlässt dich nie. Wenn du spürst, dass er da ist oder wenn du nicht spürst, dass er da ist. Egal wie, er ist immer da.